Wenn wir das ganze Jahr über Digitalität gesprochen haben, dann will ich wenigstens einen zentralen Zugang für mich hier mal offenlegen. Ich spiele leidenschaftlich gern und das schon seit den frühen 90ern oder schon etwas früher, aber dann hatte ich die Möglichkeiten, mir das ein oder andere Spiel selbst zu kaufen und in diesem Jahr ist ein Spiel erschienen, das für mich eine besondere Qualität hat, nämlich Hades von Supergiant. Und es ist mein Game of the Year 2020. Eindeutig ist es ein Roguelike-Spiel mit einem großartigen Humor, der die griechische Mythologie auserzählt als eine Familiengeschichte und das bisweilen sehr bissig und aus meiner Sicht sehr amüsant. Das Spiel ist erschienen für Switch bisher und auf Steam, also für PC. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten einen Run durch das Spiel machen und nur an einzelnen Stellen das Mikrofon offen haben, um die ein oder andere Szene zu kommentieren. Und glaubt mir, es ist eine dabei, die ich jetzt im 133. Run das erste Mal sehe und die mich etwas sprachlos zurückließ, weil sie so großartig sich in dieses gesamte Setting einpasst. Und auch wenn man es wieder und wieder spielt, immer noch grandiose, wirklich grandiose Momente bietet. Und nur so viel, wer sich nicht spoilern lassen will, sollte eigentlich an der Stelle hier schon abdrehen, denn mit dem 133. Run ist tatsächlich schon ein Großteil dessen, was man in diesem Spiel zeigen und erreichen kann, aufgebaut und entfaltet. Und mit einem Run durch das Spiel sieht man freilich auch den Endgegner oder die zentralen Bossgegner in diesem Spiel. Also wer das sich bewahren will, dem sei das Spiel unbedingt ans Herz gelegt. Und allen anderen wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Durchgang durch Hades, mein Game of the Year 2020. Und ich hoffe, man kann ein wenig von den Gründen sehen, warum ich das Spiel mit solcher Begeisterung spiele und auch 2021 weiterspielen werde, solange Cyberpunk noch nicht durchgepatcht ist. Also in diesem Sinne, auf ganz bald, euer und ihr Alexander Lasch. Your other heads, don't bite my arm off. Deal? Only the very best treats for my best friend, right, boy? Severus yelps in merriment. To tell you, Zag, it's different with your mother around here. Don't mean to be so obvious, but I think they have a lot of work ahead of them. As long as they're trying, he's trying. I think I'm good with that for now, though I am glad she's here. I'm beginning to think we all are. And please don't take this the wrong way, but I think you and your father have a lot of work ahead of you as well. I entirely agree with that. It was bound to happen, really. I think Master Chaos just likes messing with me. Thank you.
I'll buy that. I'll have that nectar. I missed you, Room. Been waiting over here. Those mittens, huh? The hidden aspect of an ancient god king, Gilgamesh. Let's see here. Total disappointment, Zagreus. Why? To see you. You are a sight. Easy does it. Cheers, mate. Careful out there. It's that damn wretched sneak. I stab you. Electric. Blood and darkness. If I could take a minute of your time.
No more of this buffoonery. Business. It's just the edge I need. These fists are hungry to fight. Hello, Fury sisters. It's been a while, Zagreus. You must have made a pretty... Outer reaches of Asphodel. How very flannel. Elect authenticity now. Thank you.
capture that time, Meg. Blood of the Titans. My Chaos Bone switched to a new effect. Tread lightly, boy. Don't know any other way. Good. Das Mikrofon doch mal auf, um einfach mal auf das besondere Lied hinzuweisen. Also das Orpheus und Eurydike zu verstehen und gemeinsam singen, ist sehr besonders. Und das ist das schlussendliche Lied, wenn man alles durchgespielt hat, dass man am Schluss hört, dass sie gemeinsam singen. Deswegen lasse ich das hier gerade laufen, weil es ein sehr besonderer Moment ist. Das habe ich jetzt in 132 Durchläufen durch dieses Spiel tatsächlich noch nicht erlebt. You're singing in the blood after all, Orpheus. Thank you for taking my request. Oh, it is certainly my pleasure, Zagreus. This song of Eurydice's and mine, I've a connection to it, I suppose. Ich, auch der Humor im Spiel, wie man jetzt gerade gesehen hat, ganz weit vorn. See you. See you.
May I call you my friend? I look like I've got the sort of time to sit next to Cuz. Well, guess what? I do. So cheers. Hey, so I kind of placed a bet with the old boatman, my associate that is, that you could beat him in a fight twice in a row. No pressure or anything, but just in case you prove me right one of these days, I would appreciate it, Cuz. Das hatte ich schon ein paar Mal probiert, also gegen Charon zu kämpfen. Das ist faktisch aussichtslos, aber vielleicht komme ich ja noch dazu. Und dann weiß ich auch hier, dass es was zu holen gibt, wenn ich das zweimal hintereinander schaffe. Thank you.
its feet, all right. Moving on. I'll take this one. Tell Hermes I said hi, will you? I know you missed me, Lenny, and I missed you too. Das sieht sehr gut aus. Got some heft. That blasted Hydra never takes my feet back. In the bag. Not yet.
nor generosity, and certainly not this. It's not a matter of oh, sir. Please open your mind to the possibility, nay, the fact that there are those who care about your well-being. You ever want to travel past this glade, sir? Elysium in all its splendors. There's a lot to see. I'm sure enough, stranger. I traveled far and wide. Thanks a lot. There. Now leave me be. I'll take it. Let's hunt some dead. The power of the gods. Das wäre die Versuchung, von der Hermes sprach, jetzt sich das Geld auszuleihen, aber das mache ich nicht. Denn Sean hat es echt in sich als Gegner und das führe ich jetzt nicht vor.
Let's make some waves, right, Uncle? He returns. Try as you might, Mont. Kamptos. Death returns. I do not fear you, fiend. Your presence is a stain upon the little. Show him! Shades, enjoy yourselves. Seems I had best prepare myself at this rate. Wofür? Jetzt geht es in den Finale. I'm sure the Satyrs are back. Und wie man sieht, ist die Wahl des Equipments und der Boni essentiell, um auch zum Beispiel mit diesem Theseus und den Minotauren klarzukommen. Und das Ganze ist vom Glück abhängig. Deswegen ist es ein sehr spannendes Roguelike, aber das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Kurz vor der Oberfläche.
might of the sea. Heading back. I could use this. Fang-bearing Cerberus directs all three of its attentions toward the Sator Sack. Been waiting long? You've slipped by Cerberus again, I see. Thank you.
student of Achilles. I feel the blast. I did it. My weapon shuddered at the touch of it. Having gained the surface once again, Prince Zagreus breathes deeply of the wildflowers and the roses and the like, among which one of them contains an allergen so intolerably potent that it causes this. No! Showed you that time, Father.